Herzlich willkommen auf fachwirt-blog.de. Heute mit dem Thema: Welche Bereitstellungsprinzipien gibt es? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Ware bereitgestellt, also zugestellt werden kann. Vom Prinzip her gibt es entweder das Bringsystem via Spedition oder das Holsystem. Bei letzterem würde ein Kunde die Ware selbst abholen. Das Holsystem. Der Auftraggeber holt sich die Ware selbst im Lager. In diesem Fall ist vertraglich vereinbart, dass der Auftraggeber zum Lieferanten kommt und dort die Ware selbst abholt und transportiert. Dieses Prinzip findet man zum Beispiel im Baumarkt oder Baustoffgroßhandel. Der Kunde nimmt die Ware gleich mit. Im Gegensatz zum Holsystem ist der Lieferant im Bringsystem verpflichtet, die Ware an den Kunden auszuliefern. Er ist verpflichtet, die Ware zu kommissionieren und zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu bringen. In unserem Beispiel des Baustoffgroßhandels würde der Lieferant sich durch einen Liefervertrag verpflichten, die bestellte Ware an den Kunden zu liefern. Wie sieht es in der Praxis aus? Beide Systeme bieten Vorteile und werden häufig miteinander kombiniert. Ein Handwerker kann zum Beispiel im Baustoffhandel kleinere Artikel, die er schnell benötigt, direkt abholen und somit den Vorteil des Holsystems nutzen. Der Lieferant spart eine Anfahrt. Für größere Artikel, die nicht ohne weiteres zu transportieren sind, greift der Handwerker auf das Bringsystem zurück und beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung, in der Regel gegen ein Entgelt. Der Lieferant liefert aufgrund dessen die Ware ins Kundenlager oder auch direkt auf die angegebene Baustelle, auf welcher der Kunde die Ware benötigt. Das Material kann in drei Arten bereitgestellt werden. Auftragsbezogen. Für den Auftrag gibt es eine Auftragsstückliste. Die darauf ermittelten Mengen werden für den Auftrag kommissioniert und geliefert bzw. abgeholt. Arbeitssystembezogen. Es werden direkt am Arbeitsplatz größere Materialmengen bereitgehalten und bei Bedarf nachgeliefert. Somit ist alles schnell zur Hand und man muss nicht erst suchen. Die dritte Möglichkeit wäre eine Kombination beider Systeme. In der Praxis wird viel gemischt. Material, welches sehr häufig benötigt wird, wird direkt am Arbeitsplatz bereitgehalten. Und nur bestimmte Materialarten, die nicht so häufig genutzt werden, bestellt man direkt nach. Hierbei kann es jedoch zu einem höheren Platzbedarf für den Arbeitsplatz kommen und man bindet zunächst einmal Kapital ans Lager. Weitere Informationen rund um die Weiterbildung zum Fachwirt und rund um die Prüfungsvorbereitung finden Sie hier im Kanal und auf fachwirt-blog.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.